Was würde eigentlich passieren, wenn wir die komplette Sahara-Wüste mit Solarpaneelen zupflastern würden? Ich meine, wäre das nicht der perfekte Ort für so ein Gigaprojekt? Die Sonne scheint da fast ununterbrochen das ganze Jahr. Die Wüste ist jetzt nicht der geilste Lebensraum und die weltweite Stromproduktion ist verantwortlich für eine Menge Treibhausgase. Was auf dem Papier wie eine extrem gute Idee klingt, könnte in der Realität das Ende der Welt bedeuten, wie wir sie kennen. Und das klingt jetzt übertrieben, aber ist es gar nicht unbedingt. In diesem Video schauen wir uns an, wie viel Strom wir auf der Welt verbrauchen, wie Solarpaneele aus Sonnenlicht Strom machen, warum die Sahara der perfekte Ort wäre, um unseren Energiehunger zu stillen und was passieren würde, wenn wir tatsächlich die Wüste mit Solarfarmen zuballern würden. Und ganz am Ende vom Video schauen wir uns sogar ein paar echte Projekte an, die genau das umsetzen möchten. Viel Spaß also bei diesem Video. Ich bin Niklas und du schaust die Mindblown University. Wie viel Strom verbrauchen wir eigentlich auf der ganzen Welt? Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche Entwicklungen und auch technologischer Fortschritt beeinflussen den Strombedarf der Welt und wie viel wir produzieren. Im Jahr 2022 waren das rund 29.000 Terawattstunden. Um das mal in Relation zu setzen, das entspricht ungefähr 3.500 Autobatterien voll Strom im Jahr. Pro Person. Aber wer verbraucht den meisten Strom? Im Jahr 2022 war das ganz klar und mit riesigem Abstand zu allen anderen Ländern China. Mit einem Verbrauch von fast 9000 Terawattstunden. Das liegt natürlich auch daran, wie viele Menschen dort leben. Trotzdem, das ist so viel Strom, dass sogar die USA auf Platz 2 mit insgesamt knapp 4300 Terawattstunden gerade mal die Hälfte davon im Jahr verbraucht haben. Zum Vergleich, der gesamte Kontinent Afrika hat in 2022 nur 888 Terawattstunden verbraucht. Aber bevor ihr jetzt die Kommentare stürmt und sagt, was sollen wir armen Deutschen denn für den Klimawandel tun, wenn die anderen Länder so viel Strom verbrauchen? Das bringt doch alles nichts. Dann lasst mich nur kurz sagen, der Klimawandel interessiert sich nicht für Landesgrenzen und Staatsgebiete. Jedes Land muss mitmachen, egal ob es für 2 oder für 80% der Emissionen verantwortlich ist. Eine wichtige Stellschraube dabei sind erneuerbare Energien. Im Jahr 2020 haben wir weltweit rund 7600 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das ist noch sehr wenig, wenn man bedenkt, dass wir genau diese Energiequellen auf der Welt wirklich im Überfluss haben. Aber der Anteil wächst. Fast 2/3 des Ökostroms wurden mit Wasserkraft produziert, der Rest ist Windkraft, Biomasse, Erdwärme und Sonnenenergie. Und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie genau funktionieren eigentlich Solarzellen? Also, wie machen die bitte aus purem Sonnenlicht Strom? Ist das schwarze Magie oder einfach nur Wissenschaft? Es gibt zwei Arten von Solarstromkraftwerken. Erstens klassische photovoltaische Solarzellen, kurz PV-Panels. Das sind diese dunklen Rechtecke, die wir auch in Deutschland zum Beispiel auf vielen Dächern sehen. Zweitens Sonnenwärmekraftwerke, die wir insbesondere später für unser Gedankenexperiment in der Sahara gut gebrauchen können. Für eine PV-Solarzelle brauchen wir vor allem eins: Silizium. Praktisch, dass es von diesem chemischen Element ziemlich viel gibt. Silizium macht ungefähr 1/4 der Masse der Erdhülle aus. Daraus baut man nicht nur Solarzellen, quasi jeder Computerchip in jedem Laptop, Handy, Staubsauger, whatever, hat Bauteile aus Silizium. Das Stichwort hier lautet Halbleiter. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass es sich um ein Material handelt, was elektrisch leiten kann. Und Silizium ist definitiv der berühmteste Halbleiter. Nach diesem Element wurde sogar das Silicon Valley in den USA benannt, wo diese ganzen riesigen Tech-Firmen wie Google, Facebook und Co. ihren Hauptsitz haben. Silicon bedeutet nämlich nicht Silikon, sondern Silizium. Aber obwohl es Silizium zuhauf auf der Erde gibt, ist das dann doch nicht ganz so easy zu bekommen. Damit beschäftigen wir uns gleich nochmal. Jetzt schauen wir uns erstmal die chemischen Eigenschaften von Silizium ganz genau an und wie wir damit in Solarzellen Strom erzeugen können. Ein Siliziumatom stellen wir uns ungefähr so vor. 14 Protonen im Kern, 14 Elektronen drumherum. Wir interessieren uns aber nur für die äußersten Elektronen. Davon hat ein Siliziumatom genau 4 Stück, also sollte es zumindest. Manchmal fehlt aber auch eins. Und wir sagen dann, da ist ein Loch. Und das ist wichtig für die Funktionsweise von Solarzellen, denn wir bilden jetzt Elektronen-Lochpaare. Soweit so gut. Aus diesem Material bauen wir zunächst 2 Schichten. Die eine enthält zu wenig Elektronen für alle Siliziumatome, die andere zu viele. Die Schicht mit zu wenig Elektronen nennen wir P-Schicht, die andere N-Schicht, weil sie positiv bzw. negativ geladen sind wegen der fehlenden bzw. zusätzlichen Elektronen. Jetzt legen wir die P-Schicht auf die N-Schicht. Ein paar der zusätzlichen Elektronen aus der N-Schicht füllen ein paar Löcher in der P-Schicht. Es bildet sich eine neutrale Zone. Hier hat jedes Siliziumatom genau 4 Elektronen in der äußersten Schicht und alle sind happy. Noch. Bis die Sonne aufgeht.
Denn die Sonne entsendet Licht in Form von sogenannten Photonen. Und wenn die auf die Solarzelle treffen, passiert etwas Interessantes. Wenn Photonen bis in die mittlere Schicht vordringen, bringen sie genug Energie mit, um Elektronen aus den Atomen sozusagen herauszuschlagen. Die frei gewordenen Elektronen wandern nach oben in die positiv geladene Schicht. Aus der negativ geladenen Schicht rutschen Elektronen nach oben auf die frei gewordenen Plätze. Man sagt dann auch, die Löcher wandern nach unten. Und jetzt entsteht ein Spannungsunterschied. Wenn wir jetzt noch die Oberseite und Unterseite der Solarpaneele miteinander verbinden, entsteht ein Kreislauf aus Elektronen. Aber nur solange das Licht in die Solarzellen scheint und weiterhin Elektronen aus der neutralen Schicht in der Mitte löst. Und siehe da, wir haben Licht in elektrischen Strom verwandelt. Schwarze Magie. Ein Problem an der ganzen Solarstromfrage ist allerdings, nicht jeder Mensch hat mal eben die Möglichkeit, sich eine fette PV-Anlage aufs Dach zu schrauben. Zum Beispiel dieser Typ hier. Denn ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Da bedarf es echt einer Menge Bürokratie, bis sowas mal genehmigt wird. Ich habe den Prozess hier in unserer Gemeinschaft zwar schon angeschoben, aber ich glaube, da muss ich noch eine Weile warten. Etwas einfacher und auch günstiger ist es aber, sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. So eins kann man am Geländer vom Balkon, auf dem Dach vom Wohnwagen oder einfach im Garten installieren. Und die Sache mit den Genehmigungen ist auch einfacher. Auch wenn man hier auf jeden Fall vorher die Hausgemeinschaft oder den Vermieter um Erlaubnis fragen muss. Der Sponsor dieses Videos, Anker, hat mir freundlicherweise ein Solix Balkonkraftwerk mit Solarbank zukommen lassen. Das Großartige an dieser Komplettlösung von Anker ist, dass der gewonnene Solarstrom direkt gespeichert wird. Denn wenn Solarstrom frisch von der Paneele verfügbar ist, sind die wenigsten Leute zu Hause. Und ohne Speicher hat dann später auch niemand etwas davon. Mit einem Balkonkraftwerk kann man knapp 10.000 Euro sparen in den 30 Jahren Laufzeit, die so eine Solarpaneele hat. Solange garantiert Anker nämlich eine Leistung von mindestens 88,8%. Und die Solix Solarbank garantiert über 6000 Ladezyklen. Ungefähr doppelt so viele wie andere vergleichbare Akkus. Und es ist der erste und bisher einzige Energiespeicher für Balkonkraftwerke mit LFP-Technologie, der auf so viele Zyklen ausgelegt ist. LFP-Batterien werden ohne Kobalt gebaut und sollen deshalb eine Ecke umweltfreundlicher sein als herkömmliche Akkus. Das Installieren und Einrichten war tatsächlich ziemlich einfach. Die Anleitung zeigt einem direkt, was man machen muss, egal ob man die Paneele am Balkon oder auf dem Boden installiert. Und beim Einstecken der Kabel kann man nichts falsch machen, weil jedes Kabel wirklich nur da reinpasst, wo es reingehört. Und mit der Anker-App kann ich meinen Verbrauch und den Ladestatus des Speichers überprüfen und alle meine Elektrogeräte easy mit Sonnenstrom benutzen. Falls ihr euch auch dafür interessiert, ein Balkonkraftwerk mit Speicher von Anker anzuschaffen, schlagt am besten jetzt zu. Klickt auf den Link in der Beschreibung, darüber erhaltet ihr nochmal einen ordentlichen Rabatt auf eure Bestellung. Aber jetzt erstmal genug über PV-Panels, schauen wir uns noch eine andere Art an, wie man aus Sonnenlicht Strom generieren kann. Und zwar Sonnenwärmekraftwerke. Was machen sie wohl anders als klassische PV-Anlagen? Sonnenwärmekraftwerke heißen auf Englisch Concentrated Solar Power oder kurz CSP. Wir werden diese Abkürzung noch öfter benutzen. CSP benutzt keine Panels aus Halbleitern, sondern speziell geformte Spiegel, die Sonnenlicht bündeln und auf eine Stelle konzentrieren. Dort befinden sich Rohre, gefüllt mit einem Wärmeträger, genannt Receiver. Darin fließt zum Beispiel Wasser. Das wird zu Dampf, mit dem wir ein Kraftwerk antreiben können. Zum Beispiel eine Turbine, die sich dreht und Strom erzeugt. Ganz klassisch. Es gibt zwei Bauarten. Entweder hat jeder Spiegel seine eigene Wasserröhre, die er erhitzt, oder es gibt einen zentralen Receiver, auf den alle Spiegel ausgerichtet sind. Das sieht dann aus wie so richtiger Sci-Fi-Future-Shit. Sonnenwärmekraftwerke und PV-Panels haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. CSP-Systeme sind effizienter, wenn sie in Gebieten aufgestellt werden, wo es so gut wie keine Wolken und extrem viel Sonnenschein gibt. Und in der Sahara gibt es verdammt viel davon. Das Sonnenlicht in der Sahara ist so stark, dass es die komplette Erde mit Solarenergie versorgen könnte. In der Sahara scheint die Sonne etwa 4000 Stunden im Jahr. Im Vergleich dazu, das sind etwa 3999 Stunden mehr als in Hamburg. Spaß beiseite, die Sonne scheint hier in Deutschland im Schnitt 1665 Stunden. In der Sahara scheint die Sonne also mehr als doppelt so viel wie hierzulande. NASA-Schätzungen zufolge sind das zwischen 2000 und 3000 Kilowattstunden an Solarenergie pro Quadratmeter im Jahr. Bei einer Gesamtfläche von rund 9 Millionen Quadratmetern wären das 22 Milliarden Gigawattstunden Solarenergie. Zum Vergleich, das größte Kraftwerk der Welt, der Drei-Schluchten-Staudamm in China, produziert nur rund 100.000 Gigawattstunden im Jahr. Das ist 220.000 mal weniger. Würde man gerade mal eine Fläche von 45 mal 45 Kilometern in der Sahara mit Sonnenwärmekraftwerken bedecken, könnte man dort genug Strom produzieren, um den kompletten Strombedarf von ganz Deutschland zu decken.
Um ganz Europa mit grünem Solarstrom aus der Wüste zu versorgen, bräuchte man gerade mal eine Fläche von 110 mal 110 Kilometern. Und noch besser, eine Fläche von gerade 254 mal 254 Kilometern wäre genug, um den Strombedarf der gesamten Welt zu deckeln. Das ist ungefähr die Fläche von Bayern. Diese Erkenntnis stammt aus einer Arbeit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wichtig hierbei ist, dass die Autorin damit gerechnet hat, dass die Solarkraftwerke mit 100%iger Effizienz arbeiten könnten, was eher unrealistisch ist. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber trotzdem muss man festhalten, das Potenzial für grünen Sonnenstrom aus der Wüste ist ziemlich groß. Logisch, dass man sich da schon mal die Frage stellt, warum pflastern wir dann nicht die ungenutzte Fläche der Sahara einfach voll mit Solarpanelen? Verschwenden wir denn nicht Unmengen von potenziell klimafreundlicher Energie? Ganz so einfach ist es dann aber auch doch nicht. Wer hätte das gedacht? Wenn wir wirklich die ganze Sahara mit Solarpanelen zupflastern wollen würden, hätten wir einige Probleme und würden womöglich sogar alles schlimmer machen, anstatt besser. Aber wie kann das sein? Bevor wir beginnen, über die technische Umsetzbarkeit und die möglichen klimatischen katastrophalen Folgen eines solchen Unterfangens zu sprechen, müssen wir unbedingt über die menschliche, politische Komponente sprechen, die so oft in Diskussionen darüber komplett ignoriert wird. Die Wüste ist nicht leer. In der Sahara leben über 2 Millionen Menschen. Das ist zwar eine sehr niedrige Bevölkerungsdichte, aber trotzdem ein Haufen Europäer, die jetzt daherkommen und den Lebensraum dieser Menschen mit Solarpanelen zupflastern wollen, um ihren eigenen Energiebedarf zu decken, das ist einfach nur Ausbeutung. Kolonialismus at its finest. Ein ganz konkretes Projekt hierzu schauen wir uns gleich nochmal an, wenn es um eine mögliche realistische Implementierung dieses Vorhabens geht. Jetzt fokussieren wir uns aber erstmal auf die technischen Aspekte unseres Gedankenexperiments. Fangen wir mit den Panels selbst an. Am Anfang haben wir zwei verschiedene Methoden vorgestellt, um mit Sonnenenergie Strom zu erzeugen. Die erste sind die klassischen Photovoltaik-Panels mit Halbleitern. Das erste Problem könnte hier genau darin stecken, nämlich in einer Halbleiterknappheit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Halbleiterkrise der Automobilindustrie aus dem Jahr 2022. Plötzlich konnten große Firmen ihre Autos nicht mehr zu Ende bauen, weil sie nicht mehr an die Mikrochips rangekommen sind. Und genau genommen hält diese Krise immer noch an. Doch dafür gibt es, zumindest theoretisch, eine Lösung. Halbleiter werden aus Sand gemacht. Und Sand gibt es in der Sahara wie Sand am Meer. Eigentlich gibt es in der Sahara sogar noch mehr Sand als am Meer. Ein Forschungsprojekt von Universitäten aus Japan und Algerien hat den Plan aufgestellt, dass man in der Sahara Fabriken errichten könnte, die Solarpaneele aus Saharasand bauen. Das wurde zwar noch nie versucht, aber die Forschenden sind optimistisch, dass der Saharasand dafür genau richtig sein könnte. Mit dem Sahara Solar Breeder Project wollen sie bis 2050 die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs mit Solarpaneelen abdecken. Aber da gibt es noch andere Probleme. Klassische Photovoltaik-Panels arbeiten weniger effizient, wenn sie zu heiß werden. Und Spoiler Alert, in der Sahara-Wüste ist es mega heiß. Die Temperatur übersteigt da gerne mal 45 Grad im Schatten. Und hinzu kommt, dass Sandstürme die Panels regelmäßig verschmutzen würden und sie so noch ineffizienter machen. Und da in der Sahara keine gute Straßeninfrastruktur herrscht oder der Lebensraum für Menschen generell eher ungeeignet ist, könnte es schwierig werden, Putzkräfte dort vorbeizuschicken, die die ganzen Solarpaneele immer wieder reinigen. Die andere Methodik wären Sonnenwärmekraftwerke, die mit den Spiegeln. Der große Vorteil ist, dass Sonnenwärmekraftwerke Strom auch nachts produzieren können, anders als PV-Panels. Denn in CSP-Kraftwerken sind auch häufig Wärmespeicher aus geschmolzenem Salz verbaut. Mit der darin enthaltenen Wärmeenergie kann auch Strom erzeugt werden, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und CSP-Systeme sind sogar effizienter als PV-Anlagen, wenn die Sonne so viel scheint, wie sie das in der Sahara tut. Aber CSP-Anlagen haben auch teilweise dieselben Probleme wie bei PV. Bei Sandstürmen würden sie dreckig und ineffizient. Und hinzu kommt, die Dampfturbinen brauchen viel Wasser. Und Wasser ist extrem rar in der Wüste. Welches System jetzt besser geeignet ist, das ist nicht ganz eindeutig. Studien suggerieren, dass man für die größte Ausbeute beide Systeme in einer hybriden Anlage fusionieren könnte. Nur, das ist erst der Anfang unserer Probleme. Mal angenommen, wir haben uns jetzt für eine Methode entschieden und fangen jetzt an, die Sahara mit Solaranlagen zuzukleistern. Was für eine Auswirkung hätte das wohl aufs lokale Klima? Ein großes Problem ist die schwarze Oberfläche der meisten Solarpanels. Denn die absorbieren das
das Sonnenlicht extrem gut. Sand ist ja meistens eher hell und reflektiert deshalb das Licht. Und das Problem ist jetzt, wenn man unfassbar viele schwarze Solarpanels in der Wüste aufstellt, würden sie sich und ihre Umgebung stark aufheizen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 stellte fest, wenn wir gerade mal 20% der Sahara mit Solarpanelen bedecken würden, würde ein ziemlich hoher Temperaturunterschied zwischen den umliegenden Ozeanen und der Landfläche entstehen. Und das führt wiederum dazu, dass sich der Luftdruck verändert. Feuchte Luft würde aufsteigen und es beginnt zu regnen. Und zwar ganz schön viel. Tatsächlich könnten nun monsunartige Regenfälle die Sahara heimsuchen und so die Wüste in ein grünes Paradies verwandeln. Und je grüner die Wüste wird, desto mehr Regen wird fallen und plötzlich würde man die Sahara gar nicht mehr wiedererkennen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht schlecht. Ja? Wir decken den kompletten Energiebedarf der Menschheit mit Solarstrom und verwandeln eine trockene, lebensfeindliche Wüste in ein grünes Paradies. Ich meine, mega gut, wo muss ich unterschreiben? Aber das Problem fängt hier gerade erst an. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2020 hat ein großes weltweites Klimamodell aufgestellt und das alles mal durchgerechnet. Während die Sahara grün wird, würde der Amazonas-Regenwald in Südamerika komplett austrocknen. Aber Moment mal, die Sahara-Wüste und der Amazonas-Regenwald, die sind doch zigtausend Kilometer voneinander entfernt. Wie sollen die denn bitte zusammenhängen? Das Problem ist, dass die Solarpanels die Sonnenstrahlen nicht nur absorbieren und die Hitze an ihre Umgebung abgeben, sie reflektieren diese Energie ebenfalls. Gerade mal 20% der ankommenden Energie wird in Strom umgewandelt. Die restlichen 80% gehen zurück in die Atmosphäre. Stellt es euch einfach vor wie einen riesigen Spiegel, der das Sonnenlicht gen Himmel schickt. Dies hätte einen merklichen Effekt auf das globale Klima. Die Studie von 2020 rechnet hier mit einem Anstieg von 0,39 Grad Celsius, wenn die Wüste nur zu 50% mit Solarpanelen bedeckt wäre. Kurzer Reminder, wir versuchen eigentlich, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und wir sind gerade schon bei etwa einem Grad. Ein Anstieg von 0,39 Grad Celsius würde uns das Genick brechen. Denn das hätte Auswirkungen auf die Luft- und Meereszirkulation auf dem gesamten Planeten. Regenfälle aus den Tropenregionen, die eigentlich den Amazonas-Regenwald mit Wasser versorgen, würden sich nach Norden verschieben. Plötzlich würde der Amazonas-Regenwald unter einer extremen Dürre leiden. Und die Wälder wären dahin. Das hätte extreme Waldbrände zur Folge, welche wiederum den gespeicherten Kohlenstoff aus den Bäumen in die Atmosphäre entlassen. Und die Erwärmung würde noch schlimmer angetrieben werden als sowieso schon. Und warte mal. Aber was war nochmal die Idee dahinter, die Sahara mit Solarpanels zuzuballern? Wir wollten grünen Strom produzieren? Ach ja, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Das war's. Irgendwie machen wir gerade das Gegenteil bisher. Kann das sein? Hand aufs Herz, nach dem letzten Part über all diese Probleme bin ich ganz schön traurig geworden. Aber es gibt tatsächlich bereits Bemühungen, die an Lösungen für dieses Problem arbeiten. Das hier ist die Desertec Industrial Initiative, eine Initiative, die bereits 2009 gegründet wurde, um in der Wüste produzierte Sonnenenergie nach Europa zu holen. Ihr Ziel? Bis 2050 wollten sie 20% der gebrauchten Elektrizität in Europa in der Wüste produzieren lassen, durch ein riesiges Netz an Solar- und Windfarmen. Mit an Bord waren Investoren wie E.ON, Siemens oder die Deutsche Bank. Die Idee war, man errichtet an sonnenstarken Standorten in der Wüste dicke Solarparks und schickt den Strom per Hochspannungsgleichstrom nach Europa. Das ist eine Übertragungsmethode, die große Energiemengen über hunderte von Kilometer weiterleiten kann. Die initialen Kosten des Projekts schätzte man auf schlappe 400 Milliarden US-Dollar. Kurz nach ihrer Gründung bekam Desertec eine Menge Kohle von ihren Investoren, von denen viele aber 5 Jahre später ihr Geld zurückzogen. Der Grund? Das Projekt sei einfach zu teuer. Ich denke aber da noch an einen ganz anderen Fadenbeigeschmack: Ausbeutung. Es fühlt sich doch schon extrem nach Kolonialismus an, wenn ein Haufen europäischer Investoren daherkommt, Land in der Wüste kauft, dort Strom produziert und den dann wieder nach Europa exportiert. Zumal viele dieser Länder selbst kein stabiles Stromnetz haben und häufig unter Stromausfällen leiden. Genauso kritisch sehen das auch Politikerinnen und Verantwortliche aus der MENA-Region. Obwohl dort nur 5% der globalen CO2-Emissionen entstehen, leidet die lokale Bevölkerung extrem unter den Folgen des Klimawandels. Und die sollen jetzt bitte ihr Land hergeben, damit wir in Europa mit grünem Strom weitermachen können wie bisher? Ich kann schon verstehen, dass da große Skepsis herrscht.
Trotz öffentlicher Kritik und dem Verlust fast aller ihrer Investoren setzt Desertec mittlerweile Projekte in Tunesien, Marokko und Algerien fort. Vor allem seit der Energiekrise in Europa winken Länder wie Deutschland oder Frankreich den nordafrikanischen Nationen mit dicken Krediten und Checks vor der Nase rum, wenn diese Solarparks errichten. Und auch wenn eine kleine Fläche bereits viel Energie produzieren kann, bleiben doch einige Probleme deutlich. Die lokale Bevölkerung wird verdrängt und der Strom wird exportiert, obwohl die Länder selbst unter Energiearmut leiden. Hinzu kommt ein hoher Wasserverbrauch der Anlagen und das in Regionen, die mit Dürre extrem zu kämpfen haben. Die EU-Kommission selbst beteuert aber, die Entwicklung vor Ort solle auch den Einheimischen helfen. Primär versuche man, ein stabiles und nachhaltiges Stromnetz vor Ort aufzubauen. Ja, der Export der Energie, der ist nur sekundär mitgedacht. Wer aber von den Krediten und Fördergeldern profitiert, das ist jetzt schon klar. Das Solarkraftwerk Ouad Zarzate in Marokko zum Beispiel wurde zu großen Teilen von Deutschland mitfinanziert. Rund 830 Millionen Euro sind in Form von zinsvergünstigten Krediten an die marokkanische Energiebehörde geflossen. Und jetzt ratet mal, in welchem Land die Solarspiegel eingekauft wurden, die jetzt in diesem Kraftwerk stehen. Bingo Bongo! In Deutschland. Alle der sage und schreibe 537.000 Parabolspiegel, mit denen aus Sonnenlicht Strom produziert wird, wurden von der deutschen Firma Flabeck geliefert. Das Geld wird also zinsvergünstigt an Marokko geliehen und wandert fast direkt wieder zurück in deutsche Taschen. Bin ich der Einzige, der das irgendwie problematisch findet? Also, ziehen wir mal einen Strich unter all das. Die komplette Sahara mit Solarpanelen zu kleistern ist absolut keine Option. Die Studien, die dieses Gedankenexperiment mal realistisch modelliert haben, haben festgestellt, dass wir damit unser globales Klima stärker zerstören würden, als wir es bislang sowieso tun. Aber die ganze Sahara zum Solarkraftwerk zu machen, ist auch nicht zwangsläufig notwendig. Ein kleiner Teil würde ja bereits ausreichen, um einen großen Teil des europäischen, ja, sogar des weltweiten Energiebedarfs zu decken. Aber auch das ist nicht so einfach. Solange die Projekte nicht sozial, umweltfreundlich und im Einklang mit den Einheimischen gedacht werden, können wir hier nicht langfristig grünen Strom aus der Wüste beziehen. Und darum geht es hier ja. Um Nachhaltigkeit. Ob die aktuellen Projekte, die unter anderem durch die Desertec Initiative durchgeführt werden, langen Atem haben und tatsächlich der lokalen Bevölkerung zuerst und erst dann dem energiehungrigen Europa helfen, das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, wer hier die wahren Profiteure sind. Auf dem Papier klingt es immer noch wie eine gute Idee. Die Sahara hat die richtigen Voraussetzungen, um einen großen Teil der Welt mit nachhaltigem Strom zu versorgen. Aber es kommt eben auf die Umsetzung an. Wie stehst du zu diesem Projekt? Ist das Ganze eher grüner Kolonialismus oder notwendig, um die Klimakrise abzuwehren? Sollten wir mal eher über unseren eigenen Energiekonsum nachdenken oder ist ein hoher Stromverbrauch notwendig, um Wohlstand und Gesundheit zu garantieren? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao.